Servus meine lieben Freunde, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer weiteren Folge von City Skylines. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, freut mich wirklich sehr. Und wir befinden uns hier natürlich an unserem wunderschönen Fischerhafen mit dem See im Hintergrund. Super, super tolles Bild einfach. Ich glaube auch durch die coole Wasserfarbe ist es nochmal ganz, ganz anders, wie das wirkt. Und ja, wir werden heute uns erstmal ein bisschen an die Schule machen, was wir letztes Mal noch offen gelassen haben. Und möchte hier vielleicht ein bisschen versuchen, am Wasser etwas entlang zu bauen. Möchte halt hier auch immer mal wieder vielleicht so kleine Häfen hinbauen, vielleicht ein Hotel ein bisschen weiter raus, dass man hier vielleicht so eine kleine Insel aufbaut oder ich habe so ein paar Ideen. Ich möchte auf jeden Fall nicht einfach nur so ein Pier haben, sondern es soll schon so ein bisschen unterschiedlich aussehen und soll ein bisschen Abwechslung mit drin sein. Müssen wir mal gucken, wie wir das anstellen, aber das ist glaube ich auf lange Sicht erstmal gesehen. Für die Schule haben wir diesen Bereich letztes Mal angedacht und ich habe mir überlegt, wie wir das machen wollen. Ich habe da eigentlich eine ganz simple Lösung erstmal, damit wir mal eine Schule haben. Und zwar, weil wir hier, glaube ich, auch von Parks ein bisschen Mangel haben. Anscheinend doch nicht. Ist auch nicht so schlimm, weil ich möchte hier einen Spielplatz haben. Oder man könnte mal gucken, was man hier vielleicht noch hinbauen könnte. Weil ich möchte so einen Spielplatz und hinten dran möchte ich die Schulen dann hinbauen. So auf jeden Fall die Idee dahinter. Was haben wir denn hier noch Schönes? Was wird zu einer Schule passen? Erstmal eine Tankstelle vorne dran, oder? Haben wir auch noch gar nicht gebaut, Tankstellen. Was ist denn hier das? Das ist, ja gut, ja, vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich meine, es ist eine Schule, ne? Obwohl, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel hingehen, es ist ein bisschen dumm, weil ich habe jetzt überlegt, ob man hier vielleicht so eine Straße hier durchzieht. Dann hat man hier halt nochmal zwei Kreuzungen, die man jetzt allerdings hier direkt auch... Da müssen wir uns immer ein bisschen drum kümmern. Weil hier zum Beispiel die Ampeln direkt rausmachen, dass es gar nicht so wirklich wild ist. Und ich dachte mir, ob man hier dann für die Schule, dann hat man hier die große Schule. Ne? Und macht hier dann halt... hier noch hin. So, dann hat man nämlich beide Schulen hier an einem Platz. Und jetzt hier mit dem Spielplatz natürlich, das ist halt direkt hier dran. Da sollte man vielleicht gucken, dass wir hier noch so eine kleine Unterteilung durchmachen. Da muss ich so einen Zaun hinstellen. Was haben wir denn da? Ja, von der Ölindustrie ist es vielleicht nicht ganz passend, aber... so... genau, dass man halt einfach, dass die Kinder da nicht auf die Straße rennen. Wir wissen doch alle, wenn sie Jungs sind. War gar nicht so schlecht. Warte mal, eine Idee. Na. So, haben wir das zu mit zwei unterschiedlichen Säulen. Das ist halt ein Tor, ja. Das ist halt einfach nur ein Tor. So, dann gehen wir hier rüber und schließen uns hier an. So, gehen wir hier ein Stück zurück, weil hier möchte ich vielleicht noch so einen kleinen Weg durchbauen. Nehmen wir mal so ein zur Abwechslung. Ich glaube, das mit dem Snappen ist aktuell nicht ganz so gut. Ne? Ach, der Zaun ist weg. Ach, verdammt. Gut, dann bauen wir den halt nochmal. Ach, doppelverdammt. Ist das Ding wieder weg, der Weg. Ich habe nicht drauf geachtet. Moment, bauen wir das nochmal. Ist gar kein Problem. So. Jetzt aber. Jetzt haben wir das. Super. Gut, da können wir den Snap ja wieder anmachen. Auf jeden Fall ist der Weg jetzt hier mal ein bisschen angedacht. Da können wir mal gucken, wie wir das hier weiter ausbauen. Aber vom Schulgelände ist vielleicht ein bisschen übertrieben mit dem Brunnen, aber hey, sieht schön aus. Finde ich auf jeden Fall. Das ist halt ein bisschen dumm, wie gesagt, mit den Kreuzungen hier, die man dadurch entstehen lassen. Ist vielleicht nicht ganz so klug, aber hier ist ja eh noch ein bisschen Randgebiet. Deswegen ist das ganz cool. Dann können die reinfahren, rausfahren, wie sie wollen. Sehr schön. Super. Dann müssen wir mal schauen. Die Nachfrage ist bei Industrie am höchsten. Was haben wir hier?
Die Industrie hat hier genau nicht genug gebildete Arbeiter. Das ist ja genau das, was wir gerade machen. Dass man hier mal ein bisschen guckt, dass man das ein bisschen ausbessert, weiter ausbaut. Stromtechnisch sieht es knapp aus, wassertechnisch auch. Wasser wäre eigentlich so die nächste Adresse, die wir machen müssen. Es sieht schon cool aus mit dem hier, aber ich glaube, das ist halt die Frage. Wir haben jetzt hier Abwasser, ich würde halt große Abwasseranlagen dann gerne hinbauen. Wir haben als Abwasser, als Möglichkeit, das haben wir bei der anderen Stadt schon gebaut, wir hätten halt diese Anlagen hier noch, genau, Inland, Wasseraufbereitungsanlagen. Das ist halt super gut, das ist nicht hohe Verschmutzung und die Abschlussrate ist bei 160.000, genauso wie bei denen, glaube ich, ne? Und das könnte man halt im Inland bauen. Ja, was ist das hier? Inland, Wasseraufbereitungsanlage und das ist eine moderne. Ich würde dann schon die moderne nehmen, wirklich. Bisschen teurer, aber dann haben wir da schon mal was. Hier ist, glaube ich, ja, 120.000. Ist die Sache, wie machen wir das alles? Also, wo wollen wir das Wasser halt aufbauen? Also hier, das wird auf jeden Fall abgerissen jetzt demnächst. Und hier ist halt eigentlich schon so eine kleine Einbuchtung. Das sieht schon cool aus. Wenn wir jetzt mal andenken, den Hafen hier hinzumachen, ja. Also wenn man wirklich hier sagt, okay, wir wollen hier vielleicht mal später einen Hafen machen und reißen hier alles vorne ab, dann könnten wir, hier auf der Seite die Aufbereitungsanlage machen. So, machen das hier ein bisschen anders. Ich probiere das einfach mal. Wir wollen das ja auch mit dem Pier hier machen. Denke ich mal. Es ist nur die Sache, ob ich das vielleicht mit einem anderen machen möchte. Obwohl, der geht eigentlich auch überall, ne? So, wir gehen hier mal vor. Gehen hier mal rein. So. Alles nicht so einfach. Na, bis zum richtigen Snap, ja. Sieht zwar nicht so aus, aber anscheinend ist das so. Puh. Ja, sieht schon cool aus, wie das hier ist. Aber wie gesagt, hier kommt ja eh ein Industriegebiet hin. Ich probiere hier gerade so ein Muster zu machen. Das sieht jetzt erstmal noch ganz komisch aus. Ich versuche erstmal hier so ein Muster hinzubekommen, was vielleicht ganz nett aussehen könnte. Wo man jetzt nicht so viel von der eigentlichen Form hier kaputt machen. Ist alles nicht so einfach, ich sag's euch, wie es ist. So. Jetzt mache ich hier mal was, damit wir das hier ausgebessert bekommen. So, wir gehen hier. Oh, das war absolut nicht die richtige Taste. Wir gehen hier. Oh nein, die wollte ich nicht markieren. Die habe ich wegmarkiert. Genau, wir gehen hier auf die gleiche Höhe natürlich wie hier hinten. Das ist super einfach mit dem Tool, das war ein super Tipp, wo ich erhalten habe. Gut, das muss jetzt hier halt natürlich tiefer sein. Das ist jetzt nicht so wild.
Aber wir haben jetzt erstmal hier alles auf einer Ebene. Und können mal gucken, wie sich das Wasser verhält. Wir müssen jetzt hier natürlich gucken, dass wir das Ganze noch anpassen. Und dann dementsprechend umbauen, ja. Dann nehme ich mal hier. Ich liebe es einfach am Wasser hier so zu arbeiten. Das ist klasse. Na. Und hier auf jeden Fall tiefer runter. So. Ach, verdammt. Das macht es alles nicht einfacher hier. Warte mal, ich muss das noch ein bisschen kleiner machen. Mal gucken, ob hier das mit dem Wasser dann klappt. Kriegt das einfach nicht auf eine Höhe, ne? So. Snap das um, hallo? Hm. Schwierig. Ah doch, ja, jetzt funktioniert super. Jetzt können wir das nämlich hier ein bisschen anpassen. Klasse. Da verschönern wir das hier nämlich alles noch. Nämlich hier drüben kein Wasser unbedingt. Lass das jetzt auch so klein, damit kann man ganz gut arbeiten. Ich sehe wegen dem Wasser nichts, ne? Mit dem Wasser nicht hilft. Oh, das sieht aber cool aus. Wir haben hier einen See. Der war vorher schon da. Ein bisschen größer müssen wir doch werden. Müssen wir warten, bis das ganze Wasser hier weg ist. Das Interessante ist, doch wir sind hier auf einer Höhe. Nur mit dem Wasser ist halt echt gerade Halligalli. Das Wasser schwappt hier die ganze Zeit über. Müssen mal schauen, ob sich das irgendwie einbekommt. Also ob sich das einkriegt. Wäre irgendwie hilfreich. Könnte halt sein, dass das nicht funktioniert. Da müssen wir da uns ein bisschen was anderes überlegen. Hier, nee, hier wollte ich hin. Glaube ich, habe hier so das ein oder andere Problem. Wir müssen mal schauen, wie fließt das denn? Das ist absolut nicht das, was ich wollte. Es fließt aber nach draußen, nicht nach drinnen, ne? Es fließt im Allgemeinen nach draußen, das ist schon mal gut. Das heißt, man könnte das sogar hinbekommen. Ja, hier ist vielleicht so ein bisschen Wasserproblem. Ja, wir haben einen neuen Sumpf. Gut, dann können wir hier mal ein bisschen abpumpen, würde ich sagen. Und machen es einfach so, dass wir jetzt mal ganz kurz pausieren. Das will ich so. So. Dann nehmen wir das mal mit. Und dann gucken wir mal, dass wir das hier an dieser Stelle vielleicht aufbauen. Zum Abpumpen. Wir haben jetzt hier einige Möglichkeiten, um das Ganze hier abzupumpen. Wir pumpen hier. Machen das hier hin. Was hatten wir denn noch für Wasser zum
hat man nur noch diese Türme, ne? Der Rest ist alles Abwasser. Das ist nicht so cool. Machen das jetzt erstmal hier. Und den Anschluss vergessen. Wie man das hier alles dann noch macht, weiß ich eh nicht. Genau. So, und fürs Abwasser. Wir haben jetzt hier. Oh, ja, das ist hier ein bisschen viel mit den Büschen. Bin ehrlich. So, machen hier erstmal ein bisschen freier hier alles. So, da sieht man das auch. Gehen wir hier an das Tool nochmal. Genau, wir sind jetzt hier höher, aber nicht viel. Wenn wir jetzt hier eine Straße durchziehen, dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Wir nehmen hier so eine. Ziehen die mal hier durch. Packen uns die. Genau, also wir hier halt auch einen Straßenanschluss an den Pumpen haben. Das funktioniert. Oder könnten wir hier hinten, können wir hier mit Abwasser dann arbeiten, könnten halt zum Beispiel so eine Inlands-Wasseraufbereitungsanlage, könnten wir dann hier hinten reinmachen. Das ist ein sehr großer Radius. Die Frage ist, die Verschmutzung ist hier trotzdem bei Öko-Inland-Wasseranlage, gibt es auch noch, sehe ich gerade. Ja, die Verschmutzung ist halt trotzdem bei 7, ne? Wenn, dann machen wir es so. Was ist das hier noch? Vorratstanks. Die Sache ist halt, das ist so das Problem. Ich habe jetzt Angst, wenn ich das zu nah mache, dass die Verschmutzung ins Wasser reingeht. Da bin ich mir nämlich nicht ganz sicher, wenn ich das direkt hier dran mache. Die Frage wäre jetzt, ob ich es vielleicht einfach ein bisschen weiter nach drinnen versetze und mit Vorratstanks halt vorne zum Beispiel arbeite, wenn ich mal das Geld habe. Wäre halt auch eine coole Idee. Und zum Beispiel sagt, dass man hier jetzt so eine Straße nach oben macht. Das ist alles nicht das Richtige. So, dass man hier zum Beispiel dann mit Vorratstanks arbeitet. Und zum Beispiel hier so eine Straße nach oben macht. Machen wir das mal so. Wie viel kosten uns die Vorratstanks, ist die Frage. Machen die Sinn? Die machen aktuell keinen Sinn, die sind zu teuer. Okay, das komplette Feld wird hier so auf. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Gehen noch ein Stück weiter. Dann lasse ich den Platz einfach schon mal frei dafür. Wo ist man jetzt gelandet? Und bauen halt das hier so auf. Wir müssen jetzt halt am Anfang noch ein bisschen schauen, dass es nicht so teuer wird. Ja doch, nee. Machen das so. Dann gucken wir mal, dass das Wasser halt sich dann anschließt. Dann hauen wir das hier weg. So, ist ja erstmal egal. Mit dem Wasser müssen wir halt gucken, dass wir das gleich nochmal ausbauen. Und werden jetzt hier die Rohre abreißen. Genau. Jetzt müsste das Ganze eigentlich in Betrieb gehen. Ja, das funktioniert schon mal. Minus 415. Stark. Funktioniert auf jeden Fall schon mal. Und jetzt haben wir Abwasser auf jeden Fall ganz gut. Und Wasser müssen wir halt noch einmal aufbauen. Hat direkt den Anschluss gekriegt, oder? Ja, schließt sich direkt an, perfekt. Schön. Sehr, sehr schön. Gut, wir haben halt schwankende Zahlen, ne? Rot, grün, rot, grün. Aber die Nachfrage an Einwohnern ist natürlich wieder da, weil wir jetzt natürlich eine Schule ausgebaut haben. Das heißt, wir können hier nochmal ein bisschen ausbauen. Und dann müssen wir gucken, dass wir irgendwie Geld verdienen.
Büsche sind ja nett, aber trotzdem nicht so optimal. Ich überlege, ob ich hier vielleicht mal irgendwo wieder dann eine Allee mache. Erstmal hier noch nicht. Dass man einfach eine größere Straße wieder zwischendrin hat. Genau. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit. Probier halt immer die Gebiete ein bisschen anders aufzubauen. Einfach so ein bisschen Unterschied zwischen den Gebieten drin hat und nicht überall halt ist auch vielleicht eine Kreuzung, wenn es nicht sein muss. Manche Sachen achte ich schon sehr drauf. So, haben wir hier wieder Stoppschild? Wir regeln hier alles mit Stoppschildern. Das ist in dem kleinen Gebiet, ist das ganz okay. Dann gucken wir mal, dass wir den Weg hier noch weiter anschließen. Müssen allgemein mal gucken, wir sind bei 121, wir bauen jetzt halt. Wir können nicht direkt gucken, leider. Du bist das, ne? Ja, perfekt. Können wir vielleicht auch noch hier rüber einen Anschluss bauen, dann können die von der Seite auch natürlich hier zur Schule gehen. Das Ganze würde ich sogar hier ein bisschen weiterziehen wollen noch. Ja, ja. Ja, zum Thema Begrünung wurde auch was in die Kommentare geschrieben. Das vergesse ich anscheinend sehr häufig, das kann gut sein. Aber ich muss auch immer ein bisschen drauf achten. Ich möchte die Sachen halt begrünen, aber ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil natürlich, wenn ich jetzt hier jede Menge Begrünung hinbaue, dann haben wir von der Performance nicht mehr ganz so viel. Und ich glaube, das mache ich eher offscreen, so ein kompletter Schwung, weil das kostet so viel Zeit. Ich muss aber allerdings, bevor ich das halt mache, erstmal überlegen, will ich jetzt mit diesem Stil von den Baumarten weiterbauen? Will ich mit anderen Baumarten weiterbauen? Will ich eher vielleicht einen Mix aus Palmen und normalen Bäumen machen? Das weiß ich aktuell noch nicht, deswegen schiebe ich das erstmal noch ein bisschen vor mich her. Weil ich möchte natürlich, wenn ich das dann mache, schon die richtigen Bäume dann verwenden, ja? Sonst haben wir da ein bisschen Problem vielleicht. Würde ich mal behaupten, das ist hier falsch. Deswegen bin ich da noch so ein bisschen am Warten einfach. Wie gesagt, offscreen werde ich das dann irgendwann mal angehen. Wenn die Zeit einfach da ist. Werde die Sachen begrünen. Hier innen drin, aber das kostet halt sehr viel Zeit, sehr viel Performance und ja, wenn ich dann eben noch nicht das Richtige habe mit der Baumart, dann ist halt eh, kann man da nichts machen. Das muss ich erstmal für mich wissen. Aber ich weiß, dass die vielleicht hier ein bisschen Wasserprobleme haben. Wusste ich. So, wir haben ja extra ausgebaut hier. Ich bin sehr froh, dass wir das jetzt soweit erstmal sauber gebaut haben. Weil, ja, jetzt können wir das dann nach und nach gemütlich ausbauen. Das ist dann um einiges besser. Wir müssen jetzt mal schauen. Wir haben jetzt hier gewerblich auch mal wieder die Möglichkeit. Warte mal, da habe ich sogar eine Idee. Wir machen hier die normale Straße. Und bauen jetzt hier, sag ich mal, Gewerbe auf. Ich weiß nicht, ich arbeite super gerne gerade mit diesen, so, mit diesen geraden Straßen. Ich finde das toll. Ist ja eher amerikanischer Stil, aber ja, kann man coole Sachen mitmachen. Hat man nicht so viel offene Flächen auch, wenn man es richtig anstellt. Hier. Wo haben wir es? Hier ist er. Erstmal ein Stück weiter noch. Und da müssen wir halt immer jetzt ein bisschen nachschauen, dass man das Stück für Stück natürlich auf die gleiche Höhe dann bringt. So, und hier haben wir auch noch ein bisschen Probleme. Ist noch viel Terraforming betreiben hier. So, und jetzt machen wir das ein bisschen kleiner. Ein bisschen arg klein. Müssen wir halt immer ein bisschen aufpassen, weil, genau. So,
Nicht, dass das Wasser dann alles reinfließt, weil sonst haben wir ein Riesenproblem. Bin da nicht so der Fachmann drin in so Sachen. So, der Fischmarkt, der wird auch ganz gut genutzt. Ja, Fischverkäufe in der letzten Woche 30, das finde ich in Ordnung. Das kann sich sehen lassen. Geht das hier so steil runter? Ne, es sah nur so aus. Guck mal, die Wege werden halt auch super genutzt. Wir haben jetzt mittlerweile auch überall Wege. Und haben jetzt 3.500 Einwohner schon. So langsam müssen wir wirklich gucken, dass wir richtig in die grünen Zahlen reinkommen. Der Fisch, der sorgt jetzt nicht unbedingt dafür. Ich kann auch nicht gucken, was der mir einbringt, ne? Nicht genügend Abnehmer für Fisch. Wir haben doch hier eine Fischfabrik. Ach, guck mal hier, kommerzielle Zone, kommerzielle Güter, das ist alles hier, wird es vollgelagert. Das Ding ist komplett voll, ausgewogen. Ich lager das, aber die... Das ist richtig, dass ich das lager, aber ich brauche ja Fisch für gar nichts, ne? Eigentlich nicht so dumm, eigentlich nicht so schlau, so rum. Macht keinen Sinn, ne, wenn ich das so mache, bin ehrlich. Obwohl, wenn die, ja, wenn die von hier aus dann zum Abtransport, das macht absolut gar keinen Sinn. Leeren. So, jetzt müssen wir gut Geld machen, wenn das geleert wird. Wenn die dann leer sind, dann werde ich... Ich habe halt Angst, wenn ich das umstelle, dass die ganzen Fische weg sind. Weil das ist ja schlauer, wenn die von hier aus direkt exportieren. Dann stelle ich das nämlich um. Das macht sonst keinen Sinn. Lassen wir das erstmal leeren, verdienen ein bisschen Geld, ein bisschen Kleingeld wieder hier in die Tasche. Industrie können wir vielleicht auch einen Ticken weiterbauen. Ich weiß es nicht. Ich munkel nur. Soll ja ein bisschen offener offenere Industrie und nicht so eine vollgepackte sein. Da ist ja klar, das verstehe ich auch. Dass wir dann kein Geld gerade verdienen durch den Fisch. Was wir halt noch machen können, gerade weil wir jetzt ein bisschen Geld auch noch zur Verfügung haben, bevor es dann weg ist. Wir könnten vielleicht... Aquakultur, Algen... Überlegt, ob man das vielleicht noch ein bisschen aufbaut, weil das braucht keine Routen. Das sieht dann so aus, das ist aber auch ganz knapp, ja. Ja, super schlecht. Dann haben wir das in dem Gelände. Weiß nicht, ob sich das beißt, bin ehrlich. Was haben wir hier noch? Seetang. ...32.000 kostet mich das. Ja gut, vielleicht lassen wir das auch aktuell erstmal so ein bisschen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, so schnell braucht man das jetzt doch nicht. Nee. Die Kreuzungen werden hier immer heller. Ich weiß nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass die Straßen halt benutzt werden ganz gut. Könnte ich mir halt vorstellen... Das mit dem Weg ist super. Überlege, ob ich hier hinten vielleicht nochmal ein größeres Gebiet baue. Wer stellt denn hier immer Büsche auf die Straße? Verstehe das nicht. Machen wir das hier so. Kriegen wir hier irgendwie eine kleine Straße vielleicht rein. Kleine Häuser. Ja, da können wir auch ein bisschen dichter hier werden. Ne? Es geht ja langsam
Richtung Stadtgebiet. Dann können wir hier das nämlich auch nochmal gemütlich ausmalen. So, und ja, hier haben wir ja einen Park. Das heißt, wenn wir hier wieder irgendwo einen Park hinbauen, sollte das auch reichen. Schule haben wir, Klinik haben wir, Feuerwehr haben wir, aber keine gute. Sollte man hier hinten irgendwo nochmal so eine kleine Feuerwehrwache hinbauen. Tschüss Stimme, war schön mit dir. Und sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja? Jetzt müssen wir halt nur gucken, dass wir ein bisschen Geld verdienen. Dass das halt hier so ein bisschen Geld in die Tasche kommt. Vielleicht werde ich demnächst auch mal die Begrünung anfangen. Einfach mal das Spiel so ein bisschen schneller laufen lassen dann auch nebenher. Damit wir einfach auch ein bisschen finanziellen Rückhalt halt haben. Wir haben jetzt die wichtigen Sachen auf jeden Fall hier gemacht. So, das baut sich dann ganz gut auf. Weil wir hier hinten dann einfach das komplette Abwasser und Wasser hinmachen. Wir haben hier so viel Platz, um Wasser rauszupumpen. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht alles leer pumpen. Aber es sieht cool aus, wenn wir hier dann wirklich den Hafen mal andenken zu machen. Hier ist dann so ein See. Hier ist anscheinend auch ein See. Aber ich glaube, das Wasser ist einfach noch nicht weg, weil das ja überschwemmt ist. Meine Stimme sagt auf Wiedersehen heute. So, ein bisschen was ist wieder geschafft. Wir haben jetzt hier erstmal für Wasser und Abwasser gesorgt. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das nächste Mal weiter vorgehen, in welche Richtung wir ausbauen. Wir brauchen erstmal wieder natürlich ein bisschen Geld. Das ist so ein bisschen der wichtige Punkt. Ich muss auch mal gucken, dass ich jetzt wirklich mal Richtung, also gucke, dass ich halt bei den Baumarten mal gucke, was wir in der Stadt überhaupt bauen möchten, ja. Also in welche Richtung von den Baumarten wir gehen wollen, ob man wirklich mehr Palmen oder mehr normale Bäume dann macht, das weiß ich noch nicht. Da muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht einen guten Mix von Bäumen finde, wo ich dann in der Stadt halt hauptsächlich anwenden möchte. Und ja, dann werde ich das auch mal ein bisschen begrünen. Wir werden jetzt hier auf jeden Fall Ende machen, bevor... Ja, keine Ahnung, meine Stimme noch komplett weg ist. Ach, total Frosch im Hals. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei diesem Projekt. Und dann sehen wir uns wieder. Macht's gut. Ciao.